Machen wir mal von vorne. Servus Burschen, wir sind wieder back. Heute Folge 3 vom neuen Großmaxi-Projekt Axe Factory. Ist schon wieder voll startklar, oder? Man ist schon wieder aufgespannt, oder? Ja. Ich hab's letztes Mal gesehen, wir haben die Aufnahmen für die Schwingen haben wir schon vorgefertigt. Das heißt, das wird heute eingeschweißt, glaube ich, gell? Also, und oder halt einmal gepunktet und ein bisschen so hintere Felgen und Federbein ein bisschen angeschaut. Also es wird heute das erste Mal ein bisschen spannend. Ich würde sagen, wir starten. Let's go. Aber erklär du vielleicht noch schnell, Dax, was ist heute so die Agenda der Reihe nach? Unsere Agenda? Zuerst einmal das sauber einrichten. Einmal den Motor noch einmal raus da. Ja. Da ganz viere, hinten ganz viere. Schauen, dass wir da in einer Ebene sind. Dann pumpen wir an. Und dann mal den Motor rein. Schauen, ob das auch alles zusammenstimmt. Ja. Dann kommt hinten die Folgen rein. Mhm. Die werden wir aussparen. Mhm. Dann werden wir nur die Norm rein tun. Und dann werden wir mal schauen, die Norm aufspannen, wie wir die in die Drahbank reinkriegen. Das wird auch eine Herausforderung. Ja. Und nachher, ja, was auch dran noch bei der Norm. Okay. Jawohl. Was hast du da entdeckt, Dax? Das ist der originalen Schwarzdraht von den Buckwirke. Ja, wirklich wahr. So, Dax, die Einrichtungsphase, die heißt, auf was schaut man da so? Dass überall halbwegs gerade ist, gell? Aber so ein Maxi-Rahmen ist eh halbwegs, also ist eigentlich schon eine ganze Verzerrung eigentlich immer, gell? Ja, das ist die Schwierigkeit. Also gibt es eine genaue Taktik, wo es hundertprozentig passen kann. Selbst wenn es der Vorrichtung heißt. Ich glaube, so können wir noch mal einen Punkt machen. Ja. Du sagst, du machst schon wieder Tagssachen, was ein Normalsterblicher eigentlich gar nicht zusammenbringen wird. Gell? Kannst du kurz mal erklären, was wir da jetzt eigentlich genau vorhaben? Mit den Maße, dass wir da nicht hinkommen. Ja. Dass wir da ein wenig was wegnehmen. Ja. Dass wir weiter umrutschen, dass wir mit der Kettenflucht zusammenpassen. Das ist ja circa das Ding gewesen, das Rätsel, ne? Und da war das Ganzel drüben gewesen. Okay. Aufgespannt, dass wir ein wenig mitnehmen.
Ja. Und langsam dran, dann sollte es schon werden. Ja, ich hab's ja schon gesagt, Alter, ich fühle mich wie wenn wir gleich mit einer Rakete starten täten und du der Pilot bist und ich mitfliege. Los geht's. Los geht's. Wie schaut's aus? Zufrieden? Ja, schon geil. Hast du das vermutet, dass das so funktioniert? Dass das so geht? Nein, ich meine eigentlich doch, das wird noch komplizierter. Wir haben mal den oben eingespannt, gell? Die ist drinnen. Ja. Geht's auch mit der Kettenflucht ganz. Stimmt's mal nicht zusammen. Wenn jetzt einmal auf der Seite noch die Distanz anpassen, das ist noch ein bisschen zu lang. Okay. Geht noch was wicker draht. Und dann schauen wir hinten einmal durch, wo wir dann mit der Kettenflucht hinkommen. Okay, das heißt, wir müssen von da, vorne. Genau. Das ist eh für die Bradeketten. Dann nehmen wir auf der anderen Seite noch ein wenig was wicker. Okay, das ist der Plan. Das ist der Plan. So schaut das alles aus, dass da so Distanz ist drin. Ja. Wie schaut das aus? Das steht da eigentlich rein ins Lager, gell? Genau, ein Stickel steht rein. Erstens, dass der Achsdurchmesser passt. Ja. Und zweitens, weil das sonst immer scheiße ist, es fliegt da immer alles um die Ohren. Okay. Deswegen mache ich das gern, dass das da rein versetzt ist, dann kann man das schön nehmen. Ich muss dann die Leute noch gleich zeigen, so schaut unser Bremsanker aus, da hast du eine fette Nut reingefasst, gell? Führung. Das wird nachher quasi da, dafür das Zapferl ist das die Führung, gell? Genau. So haben wir alles ready mit den Distanzen. Hä? Aber was ist jetzt das nächste auf der Agenda? Das nächste auf der Agenda ist der Sprengring. Okay. Und dann legen wir Ketten auf, oder? Und schauen mal, wie das fluchtet. Da zusammengerannt, so aufgespannt. Genau. Caden war jetzt auch da. Aber warum willst du das jetzt auch dran? Erklär das kurz einmal. Der Zaungranz ist eigentlich für 420er Caden. Ja. Wir fahren aber immer 415er. Okay. Und hier, wie man sieht, aha, passt das nicht ganz auf. Deswegen machen wir es eigentlich schmaler. Und das Ritzel ist ja dazu. Ist ja auch so für schmale Caden für 415er. Ja. Ausgelegt. Ja, ne? 56 Mal können wir da jetzt entgraten. Ja. Was ist jetzt los? Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Jawohl! Du greifst gleich da rein, oder? Ich bin richtig bei der DAX-Werkstatt, Alter. Da kann man doch gleich da reinkommen, hä? Da kann man sich noch anstellen. Gott, Jason King ist auch wieder da, wie lang war ich weg? Ich hab mich gar nicht gerechnet. Ich hab mich versteckt, Alter. Ich sag's dir, nach der Austrian Buch Maxi Racing Division drei Rennen heuer,
Stress pur, ich habe ein bisschen eine Auszeit gebraucht. Sonst du heute beim Bauen, oder was? Wie viel gehen wir da? Ja. Sagst mir, was ich tun soll, wo ich anhalten muss. Da haben wir schon Ketten, wir machen mal einen Ketten-Test gleich mal, ob die da überhaupt da drauf passt. Ja, da bist du genau richtig, weil das ist. Oh, schau da! So, der Axe ready, oder was? Sind ready. Bauen wir es jetzt auf und schauen die Flucht an. Ja. Schaut ein bisschen ready aus. Jetzt bist du bereit. Ich bin bereit, was reden will. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du zweit hakeln einmal. Ja, ich hakel ja nichts. Du hakelst nichts? Ich mach alles der Dachs. Ja, ich. Herr Dachs, stimmt das? Ja, das stimmt schon. Das ist auf der höchsten technischen Ebene, wo es einmal gibt, die NASA. Ja, das wird ja alles neue Top-Gerät. Ob er einer Sachen schwarzen kann, über das darf man nicht reden, deshalb weiß keiner. Streng geheim. Das passiert oft. Tags darfst du reden darüber, über die Aliens, was du gesehen hast. Ich weiß von nichts. Raumanzug noch, mit den richtigen Raumanzug-Handschuhe. Ich hab auch von der NASA. Der Schweiß da ab und zu während die Triebwerke. Ich glaube ja, gell? So, und jetzt, meine Damen und Herren, Dax Factory, es kommt ein großer Moment auf euch zu. Die Frage nach der Flucht, ob die Flucht gelingen wird. Jetzt einen Drehabbruch, gell? Warum? Ist so scheiße? Erst! Dann schlürfst du schon wieder umeinander. Jawohl, der Dax, schau dir das an mal erst. Ich hab mir jetzt wieder ein Maxi geholt. Brauch einen Anreißer, hä? Dann schaut der auch echt gut ist dazu. Ist das aus, das neueste Design von dir? Neues Design, neues Design. Mit der Leil noch draußen, wenn sie auch so einen Anstarter braucht, dann schaut vorbei bei DaxFactory.com. Komm! Jetzt wieder ein Installatierwerkzeug. Okay, nein. Mhm. Oh, warte, jetzt habe ich da zu wenig Platz. Wie schaut das aus für dich? Spannend, ne? Nicht schlecht. Ja, ein bisschen geht schon um mich, gell? Müssen wir uns noch irgendwie was einfallen lassen. Aber sonst? Ja. Tags, wie schaut's aus? Nächster Plan. Plan? Planlos. Plan haben wir schon lange nicht mehr, sagst du da was? Ja, hast du also ein Lot? Nein, ich bin gespannt, dass wir sehen, ob die Kälten jetzt wirklich endgültig fluchten. Es fehlen aber, wie angekündigt von dir letztes Mal, wirklich noch die 3mm, ne? Criminal Department Policeman stated of America. Das ist nicht einmal von Oma geschenkt. Nein, jetzt. Wo ist denn die her? Schneider! Team Sponsoring! Schneider! Das ist doch mal geschickt! Kann ich schon Proberein oder was? Ich hab gesehen, ihr habt so ein langes Bleil eingebaut, gell? Ihr habt wieder Odeck, Langhub, ne? Fernlich kannst du auch mal dran, gell? Mit seinen Awardshops. Hat das mit den Logrobler angegriffen schon? Immens für uns den Dank, Trotzstrahlung. So weiter. Hat sich schon einmal verbohrt oder was? Das reicht oder was? Dann reicht wieder alles 57 mal an. Alles ein Fazit! Das schaut am ersten Blick nicht so schlecht aus, aber alles zu schwach. Was waren 25 Kilometer? So, Dax.
Wo hast du noch die Millimeter gefunden auf der Suche nach dem Millimeter? Busy. Da haben wir jetzt statt 8 6 gemacht. Okay. Jetzt wandern wir jetzt noch ein Stück weiter rein, sagst du. Müssen sie jetzt ein wenig schön ausgehen. Ah, die Keule zu. Eine Schlagachse, oder was? Das ist keine Schlagachse. Achso, dass sie die ganzen Späne anbieten. Aber wir haben einfach die 40 Kinder reingekriegt. Ja, was ist für eine Späne? Erik, der Martin ist geil. Bis maximal so. Das fühlst du nicht. Mir fehlt der Weg kurz, ne? Bis maximal wohin? Hör auf zu kehren einmal. Von so? Wir müssen weiter oben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zahn um Zahn. Ja, aber nicht so wie die Feder auch schon bewegt, das ist nicht einmal ein Millimeter. Das siehst du nachher schon. Was? So ist gespannt, ne? Ja, sie ist gespannt, mehr, oder? Mehr so kannst ja, die Käden kommt einmal da hinten, macht so einen Bogen um, da macht ja, so ey. Und da so. Ich sag dir, wenn du einmal jetzt bergauf befasst, hat die so viel Spiel drinnen links, rechts, dass die 2 mm wurscht sind. Die rennt irgendwo hier. Außerdem so wie ein Ruby, ein Kädenschmied, wo er Sponsoring von WD40 gehört. Ist das dann so hin? Das ist so. Die rennt schnell gerade vier, die Käden. Da müsst ihr eher aufpassen, dass du mit dem Spraderaffen drauf hast und dann hinten noch anstehst. Mit die. Okay, Burschen, das war's also vom Hinterbau. Die Folgen gingen jetzt zur Bike Total. Ich wollte Holzer, damit die wieder auf Kraut speichen und dann können wir beim nächsten Mal in den Gabelkopf einschwatzen, oder? Und die Feder und die Aufnahme machen. Und dann ist hoffentlich eine Gabelkopf-Party. Und dann ist hoffentlich bald Weihnachten, also wir sehen uns im neuen Jahr. Merry Christmas, Schneider. Nachträglich zum. Deine neue Kamera ist ja wieder der Zeichel. Ja. Wo ist die schon wieder eingeluchst? Die alte runtergefallen, ne? Die Ketten reingekommen. Black Friday.